Das Auge ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Mit ihm haben wir unmittelbaren Zugang zur Welt. Die meisten der Informationen, die auf uns einströmen und einwirken, nehmen wir über unseren Sehsinn wahr. Das Auge ist fast so rund wie eine Kugel. Der Augapfel liegt in der Augenhöhle. Sichtbar ist aber nur ein kleiner Teil des Auges. Der Mensch kann erst sehen, wenn Licht ungehindert durch das Auge bis auf die Netzhaut fällt und dann über den Sehnerv das Sehzentrum erreicht. Wir können unser Gesichtsfeld erweitern, ohne den Kopf drehen zu müssen, da das Auge durch 6 Muskeln gelenkt wird. So sind wir durch unsere Augen sehr beweglich, was die Aufnahme von Bildern und Informationen angeht. Gleich mit tierischen Augen ist sehr interessant. Etwa mit den Hochleistungsaugen der Adler und anderer Greifvögel, die viel besser sehen können als der Mensch. Woran liegt das? Adler haben sehr gute Augen. Sie erkennen auf etwa 3 Kilometer ein Kaninchen in einem Feld. Der Mensch würde hier nur einen kleinen Punkt sehen. Adler haben sehr empfindliche Zellen in ihren Augen und 7-mal so viele wie der Mensch. Auch Katzen haben hochspezialisierte Augen, die besonders auf die Bedürfnisse eines nachtaktiven Tieres angepasst sind. Es fällt mehr Licht in ihre Augen. Katzen sehen deshalb auch im Dunkeln sehr gut. Bei den Insekten sind die Augen wiederum ganz anders aufgebaut. Sie haben bis zu 30.000 Einzelaugen, die auch Facettenaugen genannt werden. Jedes dieser Augen übermittelt nur ein Bild zu einem großen Gesamtbild, zusammengesetzt dann wie ein Mosaik.